So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask von Shadow Lord. Ja, immer noch dabei in den Affenkäfig zu kommen. Und es hat mich mehrere Versuche gekostet, weil ich ständig irgendwo abgestürzt bin. Zwischendurch ist mir sogar meine Magie ausgegangen. Aber was lange währt, wird eigentlich gut. Oder wie heißt das schon das Sprichwort? Ich bin endlich durch. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, hier nach kommt. Ja, ich sollte eigentlich da sein. Ah, nee. Ich bin auf der anderen Seite des Gartens. Ich so ein bisschen Magie wieder oben drauf. Machen wir hier kurz hier durch. Und auf diese Deko-Blume, nachdem ich den Deko-Kerl abgeschossen habe. Ich sag euch, das war ein Krampf, ey. So, jetzt aber. Geht doch. So, jetzt mal hier rüber. So, und hopp. Halli, Höppchen. Na. So. Dann würde ich sagen, hier rüber. Oh, das war knapp. Kommt der so nah, den kann ich nur verfehlen. Hallo? Kommt, der ist so nah. Boah, blöde Dekunus. So, geht doch. So, dann einmal darüber. Ja, ja. Noch ein bisschen zurück. So. Abtauchen. So, ich glaube, das sollte dann die letzte Dekunus sein. Und hopp. Und rüber. Und rein. Sehr schön. Ah, endlich mal geschafft, ey. Das war ein Krampf, sag ich euch. Wie gesagt, ich habe zig Versuche gebraucht. Und meine Magie ist zwischendurch ausgegangen. Meine Fresse. Aber nun egal. Da will ich super aufregen. So, das sinkt halt hoch. Und raus da. So, auch wenn es so aussieht auf der Mauer. Können wir nicht laufen? Oh, das war knapp. Das war eine knappe Kiste. So, und nun sind wir wieder Thron des Segus-Königs bei den Affen. Die behaupten, ich hätte sie entführt. Aber egal, wie oft ich sie sage, das bringt die Prinzessin euch zurück. Wenn sie nächstes Jahr ewig die Prinzessin bald von dem Monster gefällt, die Prinzessin ein Monster zum Opfer. Na, das hatten wir schon. Warum wollten sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich doch. Oder tut, was immer ihr wollt. Gut, das geht nur halt als Mensch. Und das nochmal. Oh, du, wie kommst du hierher? Naja, falls du nicht aufgepasst haben sollst, ich war gerade noch in Deku. Psst, nehmen sie dich gefangen. Was? Meine Brüder haben dich um Hilfe gebeten? Das ist für euch das peinlich. Versuche, das Seil zu zerschneiden. Das besprechen wir später. Ja, zu hoch. Das hat keinen Sinn. Warte. Hast du es dabei, womit man eine Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument wäre jetzt einen großen Nutzen. Wenn du eins hast, dann zeig es mir. Ja gut, das wäre dann in dem Fall die Ocarina, glaube ich. Ich glaube, das mit den Reden da in dem Fall. Kennt man ja. Na, reden, so. Wenn du eins hast, dann zeig es mir. Du müsstest es benutzen. Bitte, ein Instrument, mit dem man laute Töne erzeugen kann, die über weiten Fernsehen zu hören sind. Ah, das geht wieder nur als Deku. Und dann halt. So, die Trompeten. Oh, die meinte ich. Genau dieses Instrument hatte auch die Prinzessin. Deko-Pfeifen. Damit wird es funktionieren. Nebenbei. Wer bist du? Die Frage kommt echt früh. Oh oh. Ich glaube, wir sind aufgefallen. Jetzt, das ist hier wichtig. Hören wir gut zu. So, jetzt. Wir haben versucht, etwas über das Gift in Suppenverfahren zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über den Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Pff, wie kann man das nicht verstehen? Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Naja. Gehört irgendwie zu unseren Standardsaktionen, Prinzessinnen zu retten. Also, ja, warum nicht? Sehr gut. Lass mich mir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird.
Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie leise vor. Hör gut zu. So, das ist natürlich wieder. Da, 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 da. So. Spiel sie mit A und C, ist ja klar. Da, 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 da. Die Sonate des Erwachens. Diese Sonate des Erwachens ist das spezielle Deku-Lied. Kann man so sagen. Ja, kann man nicht nur. Kann man nicht nur sagen, ist auch so. Lass mich sagen, kann man so sagen, sozusagen. Und damit haben wir die Sonate des Erwachens erlernt. Und sind definitiv jetzt aufgeflogen. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Was auch Sinn macht bei der Trompete. Habt ihr das gehört? Diese Melodie. Nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Hoppla? Das ist jetzt ein bisschen doof. Nimm die Abkürzung, welche das Deko-Volk benutzt, um in den Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen. Ansonsten wird mich der König bestrafen. Eine schwierige Situation. So, dafür können wir jetzt endlich hier lang. Ja, sehr schön. Und von hier aus dann halt da rein. Und nun können wir endlich weitermachen. Ja, hat auch lange gedauert, mein Fall zumindest. Ihr habt ja zum Glück nicht mitbekommen. So, haben wir denn dort irgendwas? Nein. Da würde ich mal sagen, abtauchen. So, und dann warte ich mal, bis einer von diesen Libellen hier ist. Ja, komm näher. Weil, das ist ja das Gute. Diese Libellen kann man zum Glück so einfach umbringen. Ansonsten sind das ziemlich fiese Viecher. Na, gut. Diese Angst, das ist ziemlich brachial, würde ich mal behaupten. Oh, was haben wir denn da? Dazu später. Jetzt erstmal heißt es Prinzessin retten. Ist das hier der richtige Weg dann? Also eine andere Deko-Blume sehe ich nicht, außer die da hinten. Also wird es wohl richtig sein. Auch wenn das verdammt knapp wird. Na gut, nicht wenn ich über die Wurzel gehe. So, dann haben wir wieder hier rein. Und dann darüber. Und, na sowas, die Eule. Die gibt's ja auch noch. Tach. Schuhuhuhu. Welch seltener Anblick. Du bist doch kein Fink, ein Finkkind, oder? Was magst du hier zu vergifteten Sumpf verloren haben? Du stehst mir nicht. Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung in Frage zu stellen. Du gehst zum Besten in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat einen Schutzgott, seinen Schutzgott verloren. Doch war ich ohne ihn sein Schicksal aus der Existenz zu verschwinden. Schuhu. Und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Doch das, doch hast du den Mut, den Anblick des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich dir etwas lehren. Hast du die Steintatuen bemerkt, die Abbilder von mir sind? Ja, das ist mir schon aufgefallen. Im ganzen Land habe ich sie verteilt, um denen zu helfen, die die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu ändern. Wo immer er erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit in diesen Steinstadt zu hinterlassen hast, so wird dich das Lied, welches zu meinen Füßen eingraviert ist, von großem Nutzen sein. Merke es dir gut und zögere nicht davon Gebrauch zu machen. Wann immer du diese Melodie erklingen lässt, soll unsere ewige Freundschaft die Grenzen von Zeit und Raum überwinden. Ja, das nennen wir eines der nützlichsten Lieder, so gesehen. Noten sind in diesem Stein eingemeißelt. Okay. Ja. Mögen sich die Winde erheben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja auch ein Lied aus Ocarina of Time. Bin mir aber gerade nicht sicher. Aber hier in Majora's Mask ist es das Lied der Schwingen.
da la 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 la. Und mit diesem Lied der Schwingen, diese Melodie lässt sich in die Lüfte entschweben und in Windeseile zu einem steinernen Vogel in einem steinernen Vogel landen. Es ist ein Teleportationslied, richtig. Ziemlich gut, ne? So, da haben wir auch schon den Wasserfall. Da müssen wir auch hin. Na, 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 na. Sehr schön. Das klappt da wie geschnitten Brot. Das klappt wie geschnitten Brot. Ja, klar. Ist klar. So, nun befinden wir uns hier vor den Deku-Tempel. Dead Moon! Der Dämmerwald. Ich dachte, hier wäre schon was gewesen. So, der Dämmerwald-Tempel. Wie ihr sehen könnt, hier überall giftige Matzepampe. Und Seerosenblätter. Oh, hier ist alles Ruhe. Ich hätte gleich die Karte von Tingle kaufen sollen. Jetzt zu spät. Leider machen wir auf. Wahrscheinlich sind sowieso nur eine Rubine drin. Aber gleich 20. Okay, dann gibt's hier noch. Na, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich sehe auch sonst keine weiteren Seerosenblätter. Dann würde ich mal sagen. Wow, da klaffert. Das war echt knapp eben. So, noch weiter, ein paar weitere Rubine. Und weiter geht's hier. So, das sind dann jetzt relativ gemeine Gegner. Kann man gar nicht nur von hinten angreifen, oder? Ups. Wie ist aber mit denen fertig geworden? Habe ich jetzt dummerweise vergessen. Ich glaube, das geht sogar wirklich nur mit dem Schwert. Oh oh. Oh oh. Hoppala. Entschuldigung. War voller Absicht. Hey, Hauptsache das Sieg ist weg. Aber leider gibt es keinen Loot dafür. So. So, Taya, was hast du zu sagen eigentlich? Ich habe schon lange nicht mehr gehabt. Hippolops. Sind hitzköpfig. Siehst du in die Augen? Stimmen sie auf dich zu. Du sollst rasch nach Verstellung gehen. Oh, nein, nein. Taya, nein, 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 nein. Oh, fuck. Scheiße, ich bin gleich tot. Oh, Mann. Das ist jetzt Kacke. Oh, fuck. Böses Mojo. Ah, das ist Kacke. Nein! Oh, scheiße! Nein! Das ist ja so gerade ein schlechter Scherz, oder? Oh Mann! Was für eine Scheiße! Was hat das denn jetzt? Okay. Ey, das war ein. Nee, nein, nein, nein. Das Game Over. Nein, das akzeptiere ich nicht. Nein, nein, nein. Das war unfair. Das war einfach nur unfair. Nee. Das akzeptiere ich nicht. Was für eine miese Scheiße. Oh, diese werden Mistviecher. Boah, regt mich gerade auf. So. Hinterher Gott noch mal eins, ey. Verfickte Hühnerscheiße. So, rein hier. Boah, echt, ey. Ohne Scheiß. So ein Müll. So ein Müll. Wenigstens weiß ich, dass das funktioniert. Nein. Also. Knappe Kiste eben. Ach, was mache ich denn da? Was mache ich denn da für einen Scheiß? Nee, ey. So, nochmal abtauchen. Die Kiste kümmere ich mich später. Erst einmal dann hier in die Richtung. Und hier haben wir dann auch schon wieder. Wenn das hier das Zeichen der Dekos ist, ich frage mich, ob hier irgendwie Götter gehuldigt haben.
Bevor wir aber das selber machen, machen wir erstmal Folgendes. Zurückkommen. Der Zeitige. Ja, gut. Im Prinzip einfach nur einmal kurz draufhauen. Haben wir ja schon gemacht. Und schon können wir uns halt wieder hierhin teleportieren. Da ich aber das vergessen. Verdammt, das war eine Fee. Also, verdammt, ich hatte die Fee vergeudet, meine ich damit. So, dann müssen wir uns jetzt wieder in Deko verwandeln. Und müssen nun das Lied der Deko spielen. Das wäre dann. Hab's nicht vergessen! Na gut, eigentlich habe ich es abgelesen. Da kann man es schlecht vergessen, wenn man es einfach abliest, ne? So, aber da ich noch die Sonate des Erwachens gespielt haben, ja, erhebt sich nun der Dämmerweih-Tempel aus dem Boden. Tja, Leute, da haben wir nun den ersten Tempel. Endlich mal. Ja, da wollen wir auch gleich mal rein, ne? Wie gesagt, nach Umgestalt kann ich ohnehin nicht mehr. Also, rein da. Na, jetzt bitte nicht, das passt nicht. Huh, aber ich gehe gerade eben. Ja, haben wir sonst noch irgendwas, was hier interessant ist? Nö. Dann rein dafür. Dämmerwald-Tempel. Und da haben wir auch schon die erste verlorene Fee. Sehr schön. Ich würde sagen, erstmal gehe ich dann mal in normales Lorn rein. Und, ja, die verlorenen Feen. Wir haben ja die Maske der Feen, die Feenmaske hier bekommen. Wenn wir sie aufsetzen, sieht man halt dieses Leuchten der Haare. Eine verehrte Fee. Dies ist Nummer 1. In jedem Tempel sind ein paar Feen versteckt. Wie viele genau, weiß ich gar nicht mehr so genau. Es sind immer von Tempel unterschiedlich. Und solange. Oh, Moment mal, da, die kommt in die Flasche. Solange diese Haare halt am Wallen sind, heißt es, ist das ein Indikator dafür, dass eine Fee hier ist. Eine verirrte Fee. So. Sehr schön, du hast eine Fee gefangen. Die Maske ist aber sowas von hässlich. Ohne Scheiß, die ist echt hässlich. Mal sehen, was mache ich denn? Nehme ich mal dafür die Kabum-Maske. Und lege die Maske wieder ab. Ja. Und dann geht's da jetzt hier durch den Tempel durch zu gehen. Ja. Ja. Super. Double Kill. So gesehen. Na gut, also ich lege ja noch, also nicht direkt ein Double Kill. Eine Magieflasche. Ein Herz. Rubin. Hm. Ansonsten ist hier unten eigentlich scheinbar nichts. Dann, ja. Nochmal diese Schattenblubbel. Ich bin kein guter Zelda-Kämpfer, aber ich überlebe irgendwie. Zu drauf irgendwie. Dann würde ich mal sagen, gehe ich dann wieder nach oben, setze wieder die Deko-Maske auf. Ich denke mal, als Deko werde ich ja Treppenschleitern steigen können, oder? Das wäre jetzt ein bisschen lame, wenn ich als Deko nur. Ich wollte gerade sagen, als Deko keine Treppen. Das wäre ein bisschen strange, lame, so. So, dann gehen wir mal jetzt hier rein. Na komm. Ah. Oh Gott! Was kann ich eigentlich? Meine Fresse. Das ist echt schrecklich gerade. Da steht ja diese Schattenblubbel, die regenerieren sich ja nach der Zeit. Anders als andere Gegner, die sich halt nur dann regenerieren, wenn man den Raum mal verlassen hat. So, dann einmal hier durch. In diesem Bienennest ist, glaube ich, auch schon die zweite vierte Fee in diesem Raum. Ich glaube, es hat immer 15 vierte Feen pro Tempel. Bin mal nicht ganz sicher. So, dann fliege ich mal darüber. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird. Oh, hat gerade so gereicht, ey. Dann würde ich sagen, in die Truhe, da sollte ich eigentlich rankommen. Da könnte auch die verirrte Fee sein, weil verirrte Fee können auch gerne mal in Truhen sein. Gucken wir nochmal mal. Jo. Ist auch in dem Fall. Kommst du wohl her? Geht doch. Eine verirrte Fee, das ist Nummer 2. Sehr schön.
Dann wieder darüber. Das sind zwei Skulpturas, das ist weniger schön. So, nochmal hier rein. So. Und dann ab da Musee. Ab durch da wieder. So. Die Dinger, dass ich einfach mal vollkommen Ruhe. Ich setze mal kurz die Maske auf. Nö. Das Haar ist nicht mehr im Wallen, also gibt es hier keine Feen mehr. Oh, da haben wir wieder. Was für ein Gestank? Hier steht es wie ein giftigen Sumpf. Ja, weil hier wahrscheinlich der Ursprung des giftigen Zeugs ist. Wie konnte mich das nicht erwischen? Hallo? Oh Gott, ist ja schrecklich. Ich bin so scheiße. Das ist nicht mehr normal. Ist aber wirklich ekelhaft hier, definitiv. So, wollen wir mal jetzt hier weiter. Na, was anders als hier runter geht's da nicht. Aber wir haben keine Schüssel. Oh. Das ist doch nicht die Wirklichkeit, ey. Oh, das wird so viel. Oh. Dass ich viel auch mal ein Gegner drin sein, habe ich vergessen. So, okay, hier brauche ich einen Schlüssel, den habe ich nicht. Sonst komme ich nirgendwo weiter, oder? Boah. Sonst komme ich nirgendwo weiter an sich, oder? Hm. Ja, gut. Ah, da drüben könnte ich theoretisch weiter. Sieht aber ekelhaft aus. Na denn, liebe Leute, ich würde aber sagen, im nächsten Part schauen wir uns hier weiter im Dämmerwald-Tempel um. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wollt. Macht es gut!